Hallo und herzlich willkommen im Wald, wie man sehen kann, zum Weihnachtsspezial. Denn es ist ja verdammt nochmal naheliegend, dass jemand, der gerne mal über Bäume spricht an Weihnachten, auch über Bäume spricht. Und was seht ihr so hier um mich rum, ne? Nein, die sind nicht zum Absägen und Aufstellen bestimmt, aber im Grunde könnte man schon. Sollte man auf keinen Fall. Erstens darf man es nicht. Zweitens wäre es verdammt schade drum. Und drittens, ja, ich glaube, das war's. Trotzdem sind das hier auf keinen Fall kleine Weihnachtsbäumchen, sondern das ist tatsächlich ein natürlicher, mehr oder weniger Weihnachtsbaumwald sozusagen, wo halt die jungen Tannen, Weihnachtsbäume, nicht Weihnachtsbäume werden sollen, sondern Alttannen. Und die stehen hier auch überall drin. Das ist so eine mit der schönsten Flächen mit Tannen-Naturverjüngung, die ich hier in der näheren Umgebung kenne. Ich werde nachher auch noch ein paar Fotos machen, weil ich ausnahmsweise mal nicht so spät dran bin, dass ich mal keine Fotos machen kann, weil schon alles dunkel ist. Und wirklich ein sehr schönes Waldstück. Diese Tannenverjüngung hat einfach was. So gerade, selbst bei mir als Weihnachtsmuffel, um die Weihnachtszeit ist es schon ganz schön in so einem Tannenwäldchen dann ein wenig herumzuschleichen, auch wenn kein Schnee liegt. Den hatten wir bis vor ein paar Tagen noch, zumindest ein ganz kleines bisschen. Und da war ich auch hier und das war auch toll. Ich habe aber keine Fotos gemacht. Also müsst ihr euch mit dem begnügen, was jetzt möglich ist ohne Schnee. Ja, so viel zum Vorgeplänkel. Dieses Video hatte ich schon lange Jahre vor. Immer mal wieder geplant und dann war wieder irgendwas in der Vorweihnachtszeit, weshalb man nicht dazu gekommen ist. Oder man hatte noch irgendwelche anderen Projekte und dann hat man es halt doch wieder nicht gemacht. Und dieses Jahr klappt es offensichtlich. Dieser Bommel nervt, aber ich bin ja bereit zu leiden dafür, dass ich mal hier sehr weihnachtlich aussehe. Folgendes. Ich habe ein paar Zahlen zusammengesucht, die sind vielleicht ganz interessant, so ein paar Zahlenstatistiken zum Weihnachtsbaumgeschäft. Genau kann man nicht sagen, dass die Zahlen stimmen. Erstens mal sind sie natürlich nicht von diesem Jahr, sondern bestenfalls vom letzten Jahr. Man findet auch bei vielen Angaben im Internet keine genaue Angabe, von welchem Jahr die stammen. Deswegen habe ich mir jetzt versucht, auf die seriösesten Zahlen quasi zu konzentrieren. Und es kann aber halt auch durchaus sein, dass irgendwelche anderen Zahlen dann stimmen und eine gewisse Schwankung des Ganzen dürft ihr also als gegeben ansehen. Aber damit man zumindest mal so grob ein paar Grenzwerte hat, wo man das Ganze einordnen kann. Und da habe ich die neueste Zahl zu, wie viele Weihnachtsbäume wurden eigentlich letztes Jahr verhökert, gefunden bei, ich glaube beim Spiegel war es, und das waren 30 Millionen, also fast 30 Millionen, wohl 28, 29 Millionen, irgendwie sowas. Fast kann man immer relativ interessant auslegen. Die anderen Zahlen, die die meisten im Internet verwenden, die sagen 25 Millionen. Das wäre dann allerdings für die Jahre davor und es gibt bisher eine ziemliche Steigerung vom Christbaumverkauf. Das ist ein Trend, der sich ganz gut fortsetzt, weil manche Leute brauchen jetzt auch einen Zweitbaum für die Terrasse. Ne? Oder zum sonst wo hinstellen oder ich weiß es nicht. Verschenkt werden die nur selten. Wer also zwei Weihnachtsbäume kauft, der braucht dann wohl scheinbar für sich daheim auch zwei. Das ist grundsätzlich erstmal nichts, wogegen ich was auszusetzen habe. Die Bewertung des Weihnachtsbaums bei sich zu Hause aufstellen aus naturwissenschaftlicher Sicht, die kommt später. Man will es ja ein bisschen spannend machen. Ne? So. Das bedeutet, dass 80% aller Haushalte ab 3 Personen einen Weihnachtsbaum bei sich rumstehen haben. Interessant ist jetzt, dass das bedeutet ebenfalls, dass eben nicht nur so richtig krass christliche Haushalte einen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause rumstehen haben, sondern bei der Zahl mit Sicherheit eben auch noch ein paar nicht christliche Haushalte auch so ein Ding bei sich rumstehen haben. So verwunderlich ist das jetzt eigentlich gar nicht, wenn man da so drüber nachdenkt, dass nicht nur die bekennenden Christen einen Christbaum bei sich rumstehen haben, wenn man bedenkt, dass die Dinger ja auch in Japan oder China
wahrscheinlich dann eher in Plastik, durchaus beliebt sind und Weihnachten ja als Geschenke-Übergebe-Fest ohne irgendeinen religiösen Zusammenhang weltweit durchaus eine gewisse Verbreitung gefunden hat inzwischen. Ob das nun gut ist oder nicht, das weiß ich nicht, das muss jeder selber wissen. Der durchschnittliche deutsche Weihnachtsbaum ist zwischen 1,50 Meter und 1,75 Meter groß. Das sind so die beliebtesten. Früher hat man mal gerne auch noch größere Bäume haben wollen, die quasi bis unter die Decke gereicht haben. Entweder sind die Decken kürzer geworden oder die Leute fangen an, ihre Bäumchen gerne noch auf ein Tischlein draufzustellen. Mit dem Argument, dann passen mehr Geschenke drunter. Also so kann man das zumindest den Kindern ganz gut beibringen. Noch kleinere Bäume werden dann eher wieder selten verkauft. Auch preislich liegt so ein 1,50 Meter Baum halt ganz gut im sagen wir mal, Mittelfeldbereich. Da braucht man nicht allzu viel Geld zu ausgeben. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Jetzt ist die Frage, wo werden denn die Bäumchen bei uns gekauft, und ich finde, da ist es eigentlich eine sehr schöne Sache, das freut mich persönlich sehr, dass weniger als 1% im Onlinehandel umgesetzt werden. Man kann die auch schon geschmückt bestellen. Geht. Ob man das tun sollte, das wage ich schwer zu bezweifeln, beziehungsweise halte das für großen Unsinn, wenn das tatsächlich jemand tut. Also jetzt nicht nur das geschmückt bestellen, sondern das generell im Onlinehandel bestellen. Können wir uns mal der Frage widmen, wo denn die lieben Weihnachtsbäumlein gekauft werden. Und zwar ist der überwiegend größte Anteil wird beim Händler erworben. Sprich, Händler heißt, der kauft die irgendwo auf und lädt sie sich auf einen großen Laster und fährt damit zum Beispiel zum nächsten Weihnachtsmarkt und stellt sich da halt dann eben entsprechend einen Stand auf und da verhökert die dann. Und der Mensch, der das tut, der ist vom Beruf Weihnachtsbaumhändler. Und dann kommt direkt danach, und das finde ich sehr erfreulich, auch schon der Kauf beim Erzeugerhof. Das machen nämlich 27% der Weihnachtsbaumkunden, dass sie also direkt da kaufen, wo der Baum auch gewachsen ist, sozusagen. Jetzt muss es allerdings in dieser Statistik nicht unbedingt zwingend direkt am Hof des Erzeugers sein, sondern wenn der Erzeuger irgendwo einen Stand hat, wo er die anbietet, dann ist das auch noch quasi Erzeugerhof, ne? Also wie hoch jetzt der Anteil derjenigen ist, die wirklich direkt beim Erzeuger aus dem Wald das Ding kaufen, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Statistik zu gefunden. Dazu aber später auch noch ein paar Worte mehr. Und dann kommt mit 24% auch schon Bens persönliche Wahlheimat der Baumarkt. Weil ich ja halt gerade eben diese Baumarkt-Videos-Reihe am Laufen habe. Normalerweise halte ich mich da jetzt doch nicht so oft drin auf im Baumarkt. Ich kann ja nichts selber machen, ich bin ja kein Handwerker. Deswegen ist das immer so ein bisschen paradox, wenn ich den Baumarkt betrete. Das ist so ähnlich wie eine Frau, die den Baumarkt betritt. Nur ein bisschen Zwietracht an Weihnachten streuen. Ihr wisst ja, dass meine sämtlichen frauenfeindlichen Bemerkungen nur aus Frustration begründet sind und in keinster Weise ernst zu nehmen, ne? Und ich provoziere halt gern. Dann gehen noch 12% im Gartencenter einkaufen. In Süddeutschland heißt das so viel wie Döner. Zumindest hier bei uns in der Gecke gibt es, glaube ich, kaum ein Gartencenter außer Döner. Ja. Wie gesagt, 12%. Dann gibt es noch 4%, das ist natürlich schön, aus dem eigenen Garten, sprich oder Wald, oder sie kriegen ihn tatsächlich geschenkt. Also tatsächlich ist es auch durchaus üblich, dass man, wenn man zum Beispiel in der Forstbranche tätig ist, seinen Weihnachtsbaum nicht käuflich erwerben muss, sondern halt nochmal hier und da ein bisschen was absägen geht, wo gerade sowieso zu viel rumsteht und eine kleine Mini-Durchforstung im Winter durchführt, ne? Also das ist durchaus mit Erlaubnis selbstverständlich, nicht einfach so, durchaus ein häufig auftretender Fall, wenn man halt eben in der entsprechenden Branche tätig ist. Und da kommt dann natürlich auch zustande, dass man dann auch gerne mal noch ein Bäumchen verschenkt, weil man kommt halt günstig, in Anführungszeichen, also kostenlos, an die Dinger dran. Erfreulich ist jetzt, dass 90% aller Weihnachtsbäume tatsächlich aus Deutschland kommen.
sind nicht einheimische Baumarten, werden aber hier gesät, aufgezogen, gefällt und dann wieder verkauft. 90% ist so ein, weiß man nicht so genau, Wert, aber kommt ungefähr hin. Das kann auch schon mal 95% sein. Der Anteil der importierten Bäume steigt allerdings. Vielleicht sind es dann irgendwann nur noch 85%. Nur ist allerdings schon mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wert. Also das, ich hätte nicht gedacht, bevor ich es recherchiert habe, dass so viele Weihnachtsbäume tatsächlich bei uns auch angebaut werden. Das, was importiert wird, das ist auch nicht schlimm. Das kommt meistens, also zu wirklich ganz, 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 ganz großen Teilen aus Dänemark. Und wenn es nicht aus Dänemark kommt, dann kommt es aus den Niederlanden, Polen und noch so, noch irgendwoher. Weiß ich nicht mehr. Das sind so die Hauptländer und 90% wirklich Dänemark und viele sind es eh nicht, die importiert werden. Also das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, wie ich finde. Wir haben nämlich in Deutschland 680 Hektar Weihnachtsbaumanbaufläche. Das ist gar nicht mal so viel. Klingt jetzt erstmal, mehr nicht. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre deutlich mehr. Ist aber nicht so. Tatsächlich stehen 330 Hektar, also fast die Hälfte der 680 Hektar, die es deutschlandweit gibt, stehen in NRW, Schwerpunkt das Sauerland. Dann hat noch Schleswig-Holstein mit 130 Hektar relativ viel. Bayern mit 100 Hektar, das wäre dann auch unser Universitätswald. Und Niedersachsen mit 70 Hektar. Was die anderen Bundesländer an Weihnachtsbaumkulturen haben, das ist sehr, 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 sehr überschaubar. Da gibt es kaum noch was, ne? Manche Länder wollen auch absichtlich so gut wie keine davon haben, weil sie das irgendwie nicht als schön empfinden und lieber was anderes auf ihre Fläche draufstellen wollen, damit es nicht noch viel mehr Weihnachtsbaumkulturen in NRW gibt, wird da das allerdings jetzt inzwischen, beziehungsweise soll, ich weiß nicht, ob schon umgesetzt ist, auch reglementiert werden, dass man quasi beantragen muss, sich eine Weihnachtsbaumzucht quasi aufzubauen. Bisher konnte das jeder machen, der ein Grundstück hatte, wo man so ein Zeug hinstellen kann. Wir kommen zu den Kosten. Was kostet denn ein Weihnachtsbäumchen? Und dann können wir in diesem Zusammenhang auch gleich mal die häufigsten Vertreter, die da verhökert werden, ansprechen. Und zwar kostet sowohl die Nordmann als auch die Edeltanne so zwischen 18 und 23 Euro pro laufende Meter. Man berechnet also Flugzeug. Also angenommen, wir haben ein Bäumchen von 1,60 Meter. Und es würde 10 € pro Meter kosten, dann wären wir bei 16 €. Ne? Ist relativ logisch. Es ist nicht so, dass pro angefangenen Meter, wobei vielleicht berechnen das manche auch so, das weiß ich nicht. Aber dann würde jeder Baum das gleiche kosten, weil die fast immer 1 Meter zwischen 2 Meter sind. Das wäre also relativ blödsinnig, ne? Also ich vermute mal schwer, dass das theoretisch Zentimeter genau abgerechnet wird. Das würde ich am fairsten finden. Ich habe aber so lange keinen Baum mehr gekauft, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Nochmal, Nordmanntanne 18 bis 23 Euro pro Meter. Das heißt, eine teure Nordmanntanne, so ein 2 Meter hohes, richtig tolles Ding. Das sollte man bei normalen Marktpreisen, wenn man nicht über den Tisch gezogen wird, 46 € für ausgeben. Ne? Das sind die Endverkaufspreise hier. Aus den letzten Jahren. Außer dieses Jahr ist halt wirklich alles sehr, 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 sehr viel teurer. Aber das wäre ein fairer Preis, sagen wir es mal so, ne? Die Blaufichte, die gibt es auch noch. Die ist sogar auch relativ beliebt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Dazu kommen wir später noch. Die kostet 10 bis 16 € pro laufenden Meter, ist also deutlich billiger als der Standard-Weihnachtsbaum, die Nordmanntanne oder die Edeltanne. Die ist auch wieder selten, aber kostet dasselbe. Und es gibt theoretisch noch hier aufgeführt die Fichte, wer sich tatsächlich eine heimische Fichte in den Wald, ins Wohnzimmer stellen möchte. Das ist relativ beliebt in fichtenreichen Regionen, wo die Fichte als der Brotbaum bekannt ist und dementsprechend beliebt. Da stellt man sich auch gerne mal eine Fichte auf und die ist richtig billig, die kostet 6 bis 10 € pro laufenden Meter. Das heißt, da ist man mit 16 €, 18 € für eine 1,80 Meter Fichte auch schon dabei und kommt ganz gut weg beim Weihnachtsbaumkauf. Mit einer kleinen, da kannst du theoretisch so auch nur für 10 € schon eine kriegen. Ob das eine gute Idee ist, wie gesagt, dazu kommen wir dann noch. Denn wir sprechen jetzt mal die einzelnen Baumarten an. Was ich hier rumstehen habe, das ist die klassische Tanne, unsere einheimische, Abies alba, die Weißtanne. Die gibt es auf dem Markt so gut wie gar nicht als Weihnachtsbaum, weil in fast allen Regionen Deutschlands,
Oh, das Ding duftet so toll. In fast allen Regionen Deutschlands, außer hier, wo ich jetzt gerade drin hocke, ist das Ding nämlich selten und man möchte unbedingt mehr Tanne im Wald haben. Weshalb so dünne, junge Tannenbäumchen wie das Zeug, was hier hinter mir rumsteht, einfach unglaublich wertvoll sind für die allermeisten Wälder, einfach um den Tannenanteil zu erhöhen. Die Tanne hat sehr ähnliche Holzeigenschaften und sehr ähnliche Wuchseigenschaften wie die Fichte, ist ein bisschen ein Mimöschen. Ist ein bisschen empfindlicher bei vielen Faktoren, außer Trockenheit. Und Trockenheit ist halt das, was den Fichtenanbau inzwischen relativ schwierig bei uns macht und man eben wegen Klimaprognosen davon ausgeht, dass die Zeit des Fichtenanbaus langsam sich dem Ende zuneigt. Außerdem gibt es ja mehr Stürme. Das ist so. Welche Ursachen das hat, da können wir uns jetzt gerne nach Weihnachten dann wieder drüber streiten. Tatsache ist erstmal, dass es so ist. Und die die Tanne bildet eine Pfahlwurzel aus und steht damit erheblich stabiler als so eine Fichte im Wald rum. Kann also zur Gesamtstabilisierung eines Nadelwaldbestandes durchaus beitragen, wenn man zum Beispiel Fichte und Tanne miteinander aufwachsen lässt, was nicht ganz einfach ist waldbaulich, aber eine natürliche Waldgesellschaft wäre. Ein Tannenfichtenwald bzw. ein Fichtentannenwald, der ist in höheren Gebirgslagen durchaus natürlich, die Bäume gehören also zusammen, wäre also durchaus eine Möglichkeit, einen naturnahen Nadelwald sich aufzubauen. Auch wenn der dann auch immer zu weit tief, zu weit unten steht und nicht so weit oben, wie er eigentlich gehören würde. Aber es ist auf jeden Fall naturnäher als ein reiner Fichtenwald. Der würde nach ganz, ganz, ganz oben gehören. Ein Tannenfichtenwald, der gehört so in die, naja, auch schon in die oberen Etagen, aber nicht mehr ganz nach oben. Ne? So viel kurz zur Ökologie unserer einheimischen Tanne. Ich habe dazu auch schon ein eigenes Video gemacht. Die beliebteste Tanne für Weihnachtsbäume ist allerdings die Nordmanntanne. So, und jetzt denkt jeder Depp, ja, die kommt dann bestimmt aus dem Norden. Nein, tut sie nicht. Es klingt ja dann auch noch zusätzlich ein bisschen weihnachtlich. Oh, Nordmanntanne. Man hat ja auch irgendwie so ein bisschen den Norden im Hirn, ne? Da, wo der Schnee ist, da, wo angeblich der Weihnachtsmann wohnt, ne? Also ein Quatsch. Entschuldigung, bin da in dieser Hinsicht nicht besonders gläubig, vorsichtig ausgedrückt. Also an den Kommerzweihnachtsmann nicht so sehr gläubig, der so eine Mütze auf hat. Aber den Gag konnte ich mir jetzt halt trotzdem nicht verkneifen. Wie dem auch sei, die Nordmanntanne hat schon einen gewissen Bezug zu Nordmann. Nordmann hat sie nämlich entdeckt, und zwar im Kaukasus. Und zwar war das Alexander von Nordmann, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, 1842 im heutigen Georgien, in dem Teil vom Kaukasus. Und tatsächlich hat sie da auch damals schon ein eher kleines Verbreitungsgebiet gehabt. Ding könnte auch Kaukasus-Tanne heißen, sinnvollerweise. Aber da sie halt der Herr Nordmann, ein finnischer Botaniker, entdeckt hat, der Herr von Nordmann, um genau zu sein, hat man sie halt eben nach ihm benannt. Und das Teil heißt auch auf Latein Abies Nordmanniana. Also auch da Nordmann-Tanne sozusagen. Aber hat eben mit dem Norden überhaupt nichts zu tun. Genau genommen mag sie überhaupt keinen Frost, Spätfröste schon gar nicht und würde im wirklichen Norden hinten und vorne nicht wachsen. Bei uns funktioniert das Ganze eben nur deswegen, weil wir sie nie groß werden lassen. Eine ausgewachsene Nordmanntanne in Deutschland ist schwierig, braucht viel Pflege und wächst mit bei weitem nicht überall, sondern eher so an den wärmeren Fleckchen, als Forstbaumart nicht zu gebrauchen. Tatsächlich ist das Holz auch nicht besonders wertvoll. Es ist recht weich, zwar ziemlich biegestabil, aber ja, würde sich dann in der technischen Anwendung bloß für irgendwelche Spezialitäten eignen. Meistens wird's, weil diese Spezialitäten nicht in dem Maß nachgefragt werden, tatsächlich als Papier und Pappe und natürlich auch Brennholz eben entsprechend verwendet. Also Papier und Pappe meint Zellstoff, ist der hochoffizielle Überbegriff, der mir jetzt gerade spontan nicht eingefallen ist. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir zu dem Ding noch aufgeschrieben habe. Ja, ähnlich wie unsere Tanne ist auch die Nordmanntanne ein Gebirgsbaum, kommt so ab 900.000
bis 1000 Meter zuerst vor. In so ein paar Speziallagen gibt es sie auch schon weiter tief, weiter unten, weiter tief. Das sind aber dann so Sonderstandorte, das ist jetzt nicht unbedingt ganz typisch. Und geht bis 2100 Meter nach oben. Ist also schon durchaus eine Baumart, die man ins Gebirge stellen kann. Trotzdem mag sie es halt eben nicht besonders kalt, weil sie innerhalb vom Kaukasus in den Bereichen eben noch ist, die gar keine so krassen Winter eben haben. Komischerweise steht sie dann aber noch am Nordhang rum. Das müsste ich nochmal irgendwie ausführlicher recherchieren, beziehungsweise muss dringend mal nach Georgien und mir das angucken. Will jemand mit? Zufällig? Ich will da nicht alleine hin. in den nächsten Wochen erstmal nicht. jedenfalls ist das eigenartig. Eine doch eher frostuntolerante Tanne steht komischerweise größtenteils am Nordhang rum. Der Nordhang ist immer der kältere Hang. Der Südhang, also der Hang, der nach Süden exponiert ist, ist quasi der Hang, der sich in Richtung Sonne ausrichtet. Und wenn dann die Sonne in einem schrägen Winkel auf einen schrägen Hang scheint, haben wir da die höchstmöglichste Sonneneinstrahlung. Und so ein Südhang kann wirklich erheblich wärmer sein und erheblich bessere Klimabedingungen haben als der Nordhang gegenüber. Auch wenn die gerade mal 100 Meter auseinander liegen im Zweifelsfall. Das ist wirklich deutlich, diese Unterschiede, je nachdem in welcher Region man ist. Und das gilt insbesondere, je kälter die Region ist. Wenn es sowieso schon kalt ist, dann sorgt ein bisschen zusätzliche Sonne für sehr viel wärmer, sozusagen. Das Ding wächst entweder in Reinbeständen, so auf der mittleren Höhe ihres Verbreitungsgebietes. Weiter unten ist sie vergesellschaftet mit der Orientbuche, Fagus orientalis. Das ist auch sehr, ja, so nah verwandt mit unserer Buche ist das Ding gar nicht, aber es ersetzt ökologisch gesehen das, was die Buche bei uns ist, nämlich die Hauptbaumart, die fast alles dominieren würde im Wald, wenn man nichts anderes hinstellt, wird dann so gegen Richtung Orient, vorsichtig ausgedrückt, eben von der Fagus orientalis ersetzt, die ökologisch gesehen ungefähr diese Position da einnimmt, ist nicht ganz so herrschend wie die Buche bei uns, aber man kann das deswegen so ein bisschen vergleichen. Sie sieht auch buchenartig aus, auch wenn sie eben gar nicht so wahnsinnig nah verwandt sind, die beiden Dinger. Aber das macht nichts, das ist trotzdem die Buche, die es da gibt. Und genau wie bei uns würde sich der Buchenwald, wenn man im Gebirge etwas hochgeht, in einen Buchentannenwald umformieren. Und das ist auch im Kaukasus der Fall, nur mit anderer Tanne und anderer Buche. Und auch wenn man weiter hochgeht, im oberen Bereich ihres Verbreitungsgebiets, ist sie dann vergesellschaftet mit der Fichte, genau wie bei uns. Nur aber da halt wieder die Orientfichte, Picea orientalis. Und das ist ja eigentlich, finde ich ganz sympathisch, dass wir da zwar den gleichen Ablauf der Gattungen haben, aber mit anderen Arten. Und ich muss da wirklich hin, mir das mal angucken. Ja, und die Reinbestände, wer die jetzt vermisst hat, die stehen quasi in der Mitte. Da, wo die Buche schon raus ist und wo die Fichte noch nicht anfängt, da haben wir die Reinbestände von unserer schönen Nordmann-Tanne. Verbreitungsgebiet ist vergleichsweise klein, also es gibt relativ wenige Hektar nur natürlich vorkommende Nordmann-Tannenwälder. Leider werden die trotzdem forstlich genutzt, sowohl von den Georgiern als auch, und das ist ein größeres Problem, weil die kriegt man da nicht so schnell weg, von den Russen. Und es gibt da wenig Maßnahmen zum Schutz der Nordmann-Tanne, wäre aber tatsächlich auch wirtschaftlich langsam mal interessant. Denn wenn man, dazu sage ich nachher noch ein paar Worte mehr, Tannen bei uns zum Weihnachtsbaum züchten möchte, dann braucht man natürlich dafür Saatmaterial. Irgendwo müssen die ja raussprießen. Und das gibt es momentan noch nicht in Deutschland, weil wir kaum erntefähige Alt-Tannen, Alt-Nordmann-Tannen für so einen Zweck haben. Und deswegen werden tatsächlich immer noch die alten Tannenbestände in Georgien von dortigen Zapfenpflückern beerntet, sprich die steigen da hoch und sammeln die Zapfen direkt am Baum ein, kurz bevor sie ganz reif sind, und die werden dann eben entsprechend nach Deutschland exportiert. Und wir holen dann die Samen da raus und pflanzen das Ganze in unsere Baumschulen. Dazu nachher, wie gesagt, noch ein bisschen mehr. Aber es ist schon ein Wirtschaftsfaktor. Erstens mal
könnte ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht mit den Weihnachtsbäumen, könnten die mehr verdienen, dass sie die Zapfen bzw. die Samen von den Altbäumen verkaufen, als mit dem Holz der Altbäume. Aber leider werden die trotzdem relativ viel eingeschlagen und es wird langsam ein bisschen schwierig, da noch vernünftige Altbäume, die von der sogenannten Provenienz her, ist bei Forstpflanzenzucht immer so eine Frage, das Herkunftsgebiet, von daher gut geeignet wären, um in Deutschland dann eben auch aufzuwachsen. Deswegen, ja, das ist ein Problem. Das ist definitiv ein Problem. So, wie sieht jetzt eine Nordmann-Tanne aus? Als stehender Baum, ganz ähnlich vom Habitus, von der Wuchsform her wie unsere Tanne und auch von den Nadeln her, der Unterschied ist gar nicht mal so groß. Ich hatte mir einen Zweig auf dem Weihnachtsmarkt geklaut, habe ihn aber jetzt zu Hause vergessen. Geht auf einen beliebigen Weihnachtsmarkt, solange noch einer ist, schnell, schnell, oder geht zu eurem Weihnachtsbaum, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Nordmann-Tanne und guckt euch da mal die Zweige an und dann werdet ihr feststellen, wo habe ich mein kleines Zweigchen von eben? Habe ich nicht mehr. Ja, da muss noch ein Stück Zweig dran glauben. Im Dienste der Wissenschaft. deutlich längere Nadeln, ungefähr doppelt so lang wie die von der einheimischen Tanne. Bei so jungen Exemplaren sind die Nadeln selten länger als hier. Aber sie können auch bei der einheimischen Tanne schon noch mal ein Stückchen länger werden. Die der Nordmann-Tanne sind aber schon so viel länger, dass man das meistens als Bestimmungsmerkmal heranziehen kann. Und sie wellen sich ganz gerne bei den Zweigen, die gut im Licht gestanden sind. Das ist bei den Plantagentannen, die wir als Weihnachtsbaum kaufen, eigentlich immer der Fall. Neigen die Nadeln dazu, nicht so schön gescheitelt angeordnet zu sein. Kann man auch schön sehen, wenn man von vorne guckt. Ne? Also die gehen nur nach links und rechts, sondern die stehen mehr oder weniger radial in alle Richtungen vom Zweig ab. Ich zeige euch Fotos. Und die sind auf der Oberseite stark glänzend und von einem oft intensiveren Grün, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung, als das bei unserer einheimischen Tanne der Fall ist. Die Nordmann-Tanne duftet kaum und das wird bei denjenigen, die das Ding gerne haben wollen, durchaus als Vorteil angesehen, weil man eben nicht eine besonders stinkende Tanne in Anführungszeichen im Wohnzimmer stehen haben möchte. Also ich mag den Geruch. Ich kann mir nicht helfen. Douglasie duftet ja noch mal viel intensiver, aber unsere Tanne ist auch ein relativ stark duftender Baum. Und noch vielleicht eine letzte Sache. Warum duftet denn die Nordmann-Tanne so wenig? Weil sie kaum Harz hat. Das ist für einen Nadelbaum ein sehr wenig Harz enthaltendes Holz. Man kann deshalb damit theoretisch auch ganz gut schnitzen. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr euren Weihnachtsbaum nicht mehr braucht. Da vielleicht mal ein wenig dran rumschnitzen und so weiter. Also relativ weiches Holz lässt sich gut bearbeiten. Die zusätzlich hohe Biegefestigkeit, weiß ich nicht, ob man die in irgendeiner Form für Schnitzprojekte brauchen kann, aber warum nicht einen Löffel aus dem Weihnachtsbaum machen, dann hat man länger was davon. Hätte ich einen, würde ich es, glaube ich, dieses Jahr mal versuchen. Eine Nordmann-Tanne wäre da auf jeden Fall eine recht gut geeignete Baumart innerhalb der Nadelhölzer. Nadelhölzer sind ja meistens zum Schnitzen ein bisschen begrenzt geeignet, eben wegen dem Harzanteil. Die bildet nur dann Harz aus, wenn sie verletzt wird, dann bilden sich temporäre Harzkanäle im Holz. Heißt, da wird dann erst das Signal weitergegeben, jetzt brauchen wir Harz, jetzt muss Harz gebildet werden. Die allermeisten Nadelbäume, ausgenommen die Eibe übrigens, haben schon von vornherein in ihrem Holz von oben nach unten verlaufend und auch so ein paar quere Harzkanäle da, damit sie sofort Harz quasi bereithalten, sobald da irgendwas die Rinde durchdringt oder da irgendeinen Schaden verursacht. Auch wenn der Borkenkäfer kommt und sich in einen gesunden Nadelbaum bohrt, dann wird er so zugeharzt, da ist er schwer arbeitslos dann.